Was machen wir jetzt? Ein Löwe? Dann hauen alle ab. Dankeschön fürs Teamherz. Damit will dann keiner mehr was zu tun haben. Welcome, Bunny. Schön, danke für die Geschenke. Ja, die haben aus meinem Herzkranz gefäßt. Nikotin und Terror. Krass, ja. Waren so die Venen verstopft oder was? Oh, Hardcore, danke fürs Teilen. Fürs Folgen. Adi? Ich kann kein Russisch, aber privat. Jules, danke fürs Teamherz. Jetzt bin ich schon ganz durcheinander mit den Geschenken. Jules, danke für die Rose, Herzkranzgefäße. Was ist das? Ein Kranzgefäß. Bye bye, Mohanad. Hab noch einen schönen Tag. Danke dir. Das ist ein zu sehr Überbegriff, so ein deutscher Überbegriff. Weißt du, von Herz, ich habe hier die Einzelteile davon gelernt auf Deutsch, Latein, aber so Herzkranzgefäß sagt mir jetzt nichts. Jetzt gibt es doch die E-Zigaretten. Die sollen doch noch schädlicher sein. Jules, danke fürs Flammenherz. Ian, danke für dein erstes Geschenk. So, ein neues. Na, das ist ja immer wieder dasselbe hier. Ich muss das mal eben kurz entfernen. Machen wir einfach 5 Stücke da. Oha. Hasen. Was machen wir noch? Machen wir noch eine Sache. Eine Sache fehlt uns. Handherz mag ich, Bruderherz mag ich. Ach, die Herzchen, die sind am süßesten. Die meine ich. André, danke für die Rose. Oh nein, nein. Ich gucke mal eben, was ich hier alles verpasst habe. Ich komme gleich nicht ganz hinterher. Nein, genau umgekehrt. Aha, Frau Doktor. Ich habe Kopfschmerzen. Da kann ich nicht helfen. Dankeschön, Joachim. Die von Lekos, die sind ohne Teer und meine Frau sagt, die schmecken wie Marlboro. Lekos? Oh, mit Teer. Was ist Teer? Mann, ich bin so blond, ey. Teer kenne ich so von Straße, glaube ich, oder? Oh ja, okay, was machen die da rein? Ein bisschen Asphalt-Teer macht man Straße. Ja, so dachte ich gerade. Ach du meine Güte. Teer und Zigaretten. Uff. Hey, Jim. Ja, ganz viel, Jim. Im Livestream immer. Ich habe gerade 2 hintereinander geraucht. Ganz genau, das sind Verbrennungsrückstände. Oh ja, Pierre Dolle. Nicht gut, nicht gut, Jim. Hörst du? Ich kann gar nicht wissen, was in Kippen ist. Wie mit Leber. Oh, I. Ja.
Ja, Separatorenfleisch. Yummy. JPS, die roten, immer Gin, also meistens. Es sei denn, es gibt sie nicht. Dann muss ich andere nehmen und dann habe ich immer Schluck auf. Ich vertrage keine anderen. Dann willst du auch nicht wissen, was alles drin ist. Weißt du, was lustig ist? Die auf deutsche Wurstverpackungen im Edeka, Aldi, wo auch immer, die benennen dieses Separatorenfleisch immer um, damit das nicht so kenntlich ist, dass das Separatorenfleisch so Schlachtabfälle halt, ey. Gehst du zum Türken, gehst du zum Polen in den Laden einkaufen, das steht vorne fett drauf. Köfte aus Separatorenfleisch oder so steht vorne. Da geh ich aber dran vorbei, ey. Ja, mir geht's gut, Jim. Und bei dir alles gut? You can speak beautiful Indonesian. Hermann, nein, leider nein. Hermann, nein, leider nein. Hermann, nein, leider nein. Hermann, nein, leider nein. Moment. Hab mir mal so ein YouTube-Video von Separatorenfleisch angeguckt. Seitdem fällt mir das immer auf diesen Wurstpackungen. Leberwurst mag ich eh nicht. Ich mag kein Schwein essen. Abdullah, danke für die Rose. Das Einzige, was ich am Schwein manchmal esse, aber nicht so oft, ist Teewurst. Das ist bestimmt auch richtig ekels Müllzeug da drinne. Oh, das schmeckt lecker. Ich bin eh voll der pingeliger Esser. Ich auch. Was Fleisch angeht, Alter, boah, ich hasse Knorpeln. Deswegen esse ich das gar nicht.